Ich mache Speedruns zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich will das Spiel also möglichst schnell durchspielen. Dabei ist es mein Ziel, in die Top 50 der Weltrangliste zu kommen. Das ist aber gar nicht so einfach, weil man für den Run einige verrückte Tricks und Glitches lernen muss. Ihr könnt gerne in den Kommentaren nachfragen, wie manche der Tricks funktionieren, dann kann ich es euch erklären. Jedenfalls hatte ich einen sehr guten Run, mit dem ich es in die Top 50 geschafft hätte, doch am Ende ist das passiert. Das gibt's nicht. Nein! Was? Was? Auch wenn ich frustriert war, wollte ich nicht aufgeben, also habe ich noch einen weiteren letzten Run gemacht. Diesen werde ich euch jetzt zeigen und vertraut mir, der Run ist gleich in mehrerlei Hinsicht unglaublich. Ach ja, und wundert euch nicht über die komischen Dinge, die wir in Twitch-Streams besprechen. Wir haben dort einfach super viel Spaß gemeinsam. Also, los geht's. Ja, komm, einer noch, ein letzter. Oh, ist das ärgerlich. Das war's halt safe. Aber okay. Es ist trotzdem, ich muss positiv sehen. Wir haben ja jetzt gesehen, dass ich beim Ganondorf-Split und auch beim Zelda-Split, dass ich da riesengroßes Potenzial habe, um viel Zeit einzusparen. Die sind halt auch schwer. Aber ich habe riesengroßes Potenzial. Also es wäre auch eine Sub 55 oder sowas. Locker möglich für mich. Tatsächlich. Ein Frustrun, genau. Ob ich mentalfähig bin, weiß nicht. Vielleicht werde ich den Run auch früh abbrechen und dann doch den Stream beenden. Das habe ich jetzt schon ziemlich gebrochen, ehrlich gesagt, weil das war es eigentlich safe. Ja, Sub 40, lol. Ja, meine Sum of Best ist aber unverändert, weil ich speichere ja nur Golds ab, wenn ich einen Run auch beende. Und ich beende hier sehr wenige Runs, weil das Ende halt sau schwer ist und ich am Ende oft deprimiert bin und den Run abbreche, bevor ich ihn zu Ende bringe. Deswegen ist meine Sum of Best, glaube ich, gar nicht so gut, weil ich halt, ich kriege ja auch immer voll viele Golds in neuen Runs, weil ich halt Golds nie abspeichere. Das wäre eigentlich hier bei TOTK sinnvoller gewesen. Bei anderen Speedrun-Projekten war das schon okay, dass ich nur bei vollständigen Runs Golds abgespeichert habe, finde ich. Aber hier hätte ich es vielleicht anders machen müssen. Keine Ahnung. Okay, so, der ist es. First try, Cork Skip. Let's go. Platin ist besseres Bild als Player 5. Ja, das wird nie passieren. Nach so einem knappen Ding wieder reinzukommen, ist heavy schon. Aber ich habe gleich Corkskip gefirst tried. Also scheint ja okay zu sein. Und wir machen jetzt, es wird eine neue Wette geben. Wir machen die Wette aber erst nach den ersten beiden Leiterabschnitten. Damit ich da vielleicht resetten kann, wenn die zu schlecht sind. Also erst, wenn ich im ersten Schrein drin bin, gibt's die Wette. Ja, Yannick, ich mach das, das hat schon ein bisschen Logik. Es hat beides Vor- und Nachteile. Die Logik bei mir ist ein bisschen, wenn man das macht, dass man auch bei resetteten Runs die Golds abspeichert, dann führt das dazu, dass die ersten paar Splits übelst gute Golds haben und die hinteren Splits keine guten Golds. Weil man halt die hinteren nie macht, quasi. Und ich will, dass alles ausgeglichen ist. Deswegen. Und sehe ich die Punkte, die ich wetten kann, das siehst du dann gleich. Wenn die Wette da ist, ich mache sie erst in ein paar Minuten, dann über dem Chat steht dann Vorhersagen. Und da kannst du draufklicken und Punkte abgeben. Manche geben auf, wenn sie am Boden sind. Benny fängt dann erst so richtig an. So ist es, so ist es. Jetzt bist du wieder der Benny, den ich null mag. Null mehr gute Laune. Ja, das stimmt doch aber nicht, Joshua. Ich hab nicht null gute Laune. Das war ihr im Du wünschst dir den Zauber von Benny zurück? Ist es dein Ernst? Am 11. Tag war ich doch von allem mega angepisst. Aber den wünschst du dir zurück? Deine Logik ergibt keinen Sinn, Joshua. Die Wette kommt gleich. Wir machen die Wette ein bisschen später. Diesmal. Wir machen sie erst, wenn ich im ersten Schrein bin. Da habe ich auch sehr viel Zeit. Nein, jetzt noch. Habe ich doch. Seid ihr taub, Leute? Habe ich doch gerade erklärt? Jetzt habt ihr mich abgelenkt!
Wie war das noch mit raus, kleinen Füßen? Ich kann es euch dann gleich zeigen. Wir machen ja noch einen Run. Wenn ich wieder... Wo ist das bei Recall? Da werde ich es euch dann zeigen. Da könnt ihr auch drauf achten, was der für kleine Füße hat. Werde ich euch dann gleich zeigen, wenn wir da hinkommen. Habe ich doch gerade erklärt, Guninator. Jetzt muss schon zuhören, verdammt nochmal. Wenn ich im ersten Schrein bin. Wird das dann wieder perfekt als Vorlage für YouTube. Ich werde das jetzt einfach in jedem weiteren Run erwähnen, dann ist ja auch irgendwann nicht mehr peinlich. Aber ihr werdet auch alle sagen, dass ich recht habe, dass die wirklich unverschämt klein sind. So, jetzt bitte, erstmal Leiter First Try. Das wäre jetzt nice. Ja, ich hab schon wieder, warum habe ich es denn nicht abgebrochen? Ich habe doch gemerkt, dass der nicht gut war. Warum probiere ich, darf das nicht probieren, wenn ich schon das Gefühl habe, dass der nicht gut ist. Das ist dumm. Mega. Ultra. Oh mein Gott. Combo-Attacke. Mega Ultra Combo-Attacke. 1 Euro Spende, Dankeschön. Ich schaue es mir gleich an. Der ist gut. Ja, habe ich auch gemerkt. Okay. Ein Euro Spende von Berka. Mach Wette am besten dann, wenn du Zelda runterfällst. Ist ja mega dumm und du stinkst wie Popowasser. Danke. Okay, immer noch voll weit vorne. Passt. Run dead. Ich bin 23 Sekunden vorne. Ja, ach, no shit, Berka. Mega. Ultra. Combo-Attacke. Du würdest mir noch nie Geld geben, Berka. Das weiß ich doch. Mega Ultra-Combo-Attacke. Nochmal eine 1-Euro-Spende. Ich lese sie gleich vor. Also gleich ist relativ. Dauert ein bisschen. Mega! Oh mein Gott! Ultra! Combo-Attacke! Ist denn schon wieder Sabathon? Mega Ultra Combo-Attacke und Niki haut noch 100 Bits raus. Dankeschön, Niki. Dankeschön. Leute, seid ihr eigentlich komplett taub? Ihr nervt mich. Wenn ich im ersten Schrein bin, kommt die Wette. Herrgott. Ich kann auch keine Wette machen, wenn ihr zu sehr nervt. Nur so. Wärst du abgebrochen, wenn der Countdown für Sabathon von 50 Jahre gewesen wäre? Das 50 Jahre wäre sehr unwahrscheinlich. Das wäre sehr viel Geld. Weiß ich nicht. Aber das wäre auch nicht passiert. Da hätte Elon Musk in den Chat kommen müssen. So. Paul, tut mir leid. Es gibt leider keine Happy Hour mehr. Tut mir leid. Wenn es laggt, dann stell die Qualität runter vom Stream. Okay, so jetzt mal. Erstmal 1-Euro-Spende von Skiller. Um das YouTube-Video cooler zu machen, könntest du den Hardcore-Fail ja vorne ranschneiden und erzählen, dass es ein geiler Run erst, dass ein geiler Run erst gestorben ist. Wäre so witzig wie Julians Humor. Also wenn der hier auf YouTube landet, werde ich das wirklich so machen, glaube ich. Dass ich zumindest am Anfang das kurz erkläre, weil ich bin ja am Anfang dieses Runs so voll genervt und angepisst. Und das muss ich dann zumindest kurz erklären, warum das so ist. Ja. So, jetzt gleich Wette. So, zack, Wette ist da. Schaffe ich einen neuen Rekord? Ist es der? Ja oder nein?
Auf geht's. Das ist auch wirklich der letzte Run für heute. Egal, was passiert. Wie kriegt man es hin, dass TOTK wieder auf der ersten Version ist? Weil ich auch gerne mal einen Speedrun machen würde. Aber ich denke mal nicht, dass dein Run auf der neuesten Version ist. Genau, ich spiele Version 1.0.0, die Originale. Und, du musst auch los. Es ist nicht einfach. Auf jeden Fall. Also normalerweise geht's nicht. Oder nicht einfach. Wenn man aber eine modifizierte Switch hat, dann geht's. Und meine Switch ist eventuell modifiziert. Auf einer normalen Switch geht's theoretisch auch, aber nur unter bestimmten Bedingungen und es ist sehr schwierig und nervig. Okay, ja, bis dann. Aber auch die Runs zur aktuellen Version, die sind auch ganz cool. Die sind halt, das ist halt ein bisschen anders, weil da andere Glitches, also das sind auch neue Glitches möglich, die hier nicht gehen. Dafür, aber einige fallen dafür auch weg. Also auch auf der neuesten Version zu runnen, ist auch ganz cool. Da hat übrigens auch Player 5 den Weltrekord. Wollte ich mal anmerken. Was ist das? Oh, jetzt sterbe ich. Nee, okay. Hallo. 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 Okay, passt. Hast du da auch mal Bock drauf auf einen Run der neuesten Version? Ja, schon auch ein bisschen, aber das ist ein bisschen blöd, finde ich. Also mir ist es schon so lieber auf der frühesten, weil auf speedrun.com sind halt die Leaderboards aufgesplittet in, die aktuell ist ja 1.2.0, aufgesplittet in die einen Runs, die vor 1.2.0 stattfinden und die anderen Runs, die 1.2.0 benutzen, also die aktuellste. Und das würde, glaube ich, also wenn nochmal ein neues Update kommt für Tears of the Kingdom, was nicht so wahrscheinlich ist, aber kann auch doch sein, dann wäre es so, dass es wieder aufgesplittet werden würde. Und wenn man halt die neueste runnt, dann wird es immer wieder quasi neu aufgesplittet und man muss immer wieder neue Sachen lernen. Wenn man aber halt einfach konstant 1.0.0 runnt, dann bleibt es immer gleich und unverändert quasi, auch wenn es Updates gibt. Und deswegen ist es halt ein bisschen nervig, wenn man die aktuellste runnen will, weil die sich halt ändern kann. Und weil dann die Leaderboards eben aufgesplittet werden und so, das ist ein bisschen blöd. Ja. Aber so rein vom Run her ist der in 1.2.0 auch cool. Ja. Genau, das stimmt, Nico. Alleine wegen dem DLC, der wahrscheinlich kommt, da wird es dann Updates geben. Ja, und dann wird auch wieder das gesplittet wahrscheinlich. Der, hier hat man es auch schon ein bisschen gesehen, seine kleinen Füße. Aber in der anderen sieht man es noch besser, in der anderen Cutscene. Werde ich euch dann zeigen. Ach, die Top 50 ist jetzt sogar eine Sub 57. Das wusste ich gar nicht. Ich meine, aber das ist trotzdem für mich locker drin. Haben wir ja gerade eben gesehen. Verkackt, dann habe ich heute 20k plus. Nee. Nicht erschrecken, gut. Seine Füße sind ja schon echt wichtig. Schon, ja. Das war wieder Selbstmordfrosch. Nee, diesmal nicht. Das ist auch besser, wenn der Selbstmord macht, weil er dann danach im Wege ist. Also ist ein bisschen schlechtes RNG jetzt, aber ist okay. Hallo, wo ist der Rudel? Da.
Passt schon. Das ist heute der 4. oder 5. Run. Komm, da ist doch kein Ende hier. Warum kam denn der jetzt her eigentlich? Oh Mann, ey. Der kann doch... Nein, nicht essen! Ja, ist ein bisschen doof, aber nicht so mega schlimm. Fail des Jahrhunderts. Ne, das passiert mir ziemlich oft. Das, vor allem, wenn davor irgendwas schief geht, passiert mir das ziemlich oft, dass Link versehentlich die Sportlotus ja einfach so frisst, anstatt sie zu kochen. Momentan wäre ich Platz 58, okay, okay. So, ich habe mir die Wette noch gar nicht angeschaut. Es wurden 31.000 Punkte auf Ja und 47.000 Punkte auf Nein gesetzt. Am meisten auf Ja setzt Nico mit 12.000 und Alexander mit 11.000. Am meisten auf Nein setzen VG, Nico und Feigling Time mit 10.000 jeweils. Nicht schlecht. Aber ich dürfte immer noch vorne sein. Also der Rest vom Split war ja ganz gut. So halbwegs. Da sieht man es übrigens auch. Da, schaut mal auf seine Füße. Das meine ich zwar gar nicht, aber habt ihr das gesehen? Die sind voll klein. Hä, was wollt ihr eigentlich alle? Das hat doch nichts mit Fußfetischismus zu tun. Das ist voll auffällig. Habe ich jetzt leider verpasst. Ja, es kommt da gleich nochmal eine andere Stelle. Die ich eigentlich meinte vorhin. Kommt gleich noch. Könnt ihr nochmal dann ganz genau seine Füße bewundern. Genauso wie ich. Penny X Rauchsfüße. So, ich gewinne sogar Zeit. Seht ihr? Alles easy. Mega, Ultra, Combo-Attacke! Mega, Ultra, Combo-Attacke, 1 Euro Spende, Dankeschön von VG. Berker meint, wenn du bei Armee stirbst, ist Run Rip, also mach das und die Doni soll dich nur ablenken. Was? Ablecken, ablenken. Alles gut. Ja, den kann ich mittlerweile ziemlich gut, den Gleiter. Der klappt, der hat jedes Mal, glaube ich, heute geklappt. Das ist nice. Ups. Okay, das war nicht so gut. Nicht schlimm.
Ja, Time Waste. Aber nur ein kleiner. Das ist schon okay. Passt schon. Jetzt, Leute, achtet mal nochmal auf seine Füße. Da! Schaut auf seine Füße! Die sind so klein! Also, ihr müsst doch jetzt wirklich zugeben, oder? Die sind mini. Die passen auch, die passen gar nicht zum restlichen Körper von ihm. Ihr müsst es zugeben. Es stimmt ja echt, ja, siehst du? Da, schaut, 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 wie klein die sind. Bin jetzt irgendwie enttäuscht, warum? Hey, die sind auch wirklich voll mini, also jetzt komm. Ist das ein Gold? Bitte nicht. Das ist ein Gold, ich dreh durch. Warum ist das denn Gold? Obwohl ich den einen Bombensprung verkackt habe. Oh Mann, peinlich. Aber nee, ist sehr, sehr gut natürlich. Ein ganz normaler Körperbau, geht eigentlich. Sind nicht so klein wie erwartet. Hä, die sind voll mini. Ich weiß gar nicht, wie der auf denen stehen kann. Der ist einfach voll der Riese, Gauru. Guck mal, wie groß er ist und wie klein seine Füße im Vergleich sind. Also. Sehr schön, Leiter. Der Bombensprung war halt insane. Insane schlecht, aber trotzdem insane, das stimmt. Der Königin gefallen sie, das reicht auch. Das stimmt, das stimmt. Wann ist eure Hochzeit, du bist König von Hyrule? Jetzt gleich kommt, glaube ich, die Cutscene, wo ich es vorhin im anderen Run erwähnt habe. Da sieht man es jetzt, glaube ich, nochmal besser. Oder nicht? Ich glaube, es ist dieselbe Kamerastellung, aber ich glaube, die bleibt länger da oder so. Also gleich sieht man es nochmal besser. Jetzt schaut nochmal genau hin, schaut nur, achtet nur auf seine Füße, Leute. Auf seine wunderschönen kleinen Füße. Sarah, zeig mir deine Füße. Da, schaut! Schaut mal, die sind so klein! Okay. Okay, so jetzt. Genug über Füße geredet, jetzt mal konzentrieren, weil der Run ist sehr, sehr gut. Die Ohren sind extremer, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist das andere Extrem.
glaube, er hat immer noch größere Füße wie ich. Aber es geht halt, es geht halt auch um den Vergleich. So, weil, ich meine, es ist ja okay, wenn kleinere Leute auch kleine Füße haben, aber er ist ja riesengroß. Rauro ist ja ein Riese, im Vergleich zu Link vor allem. Und da passen halt diese Mini-Füße gar nicht dazu. So, jetzt hören wir aber auf, über Füße zu reden. Der ist es übrigens. Ja, wir reden nicht mehr über Füße. Link soll nur so 1,60 sein, echt? Krass. Der ist doch nicht schlecht. Vor allem, weil die großen Timesaves noch kommen. Ich war in jedem Split besser als in meiner PB bisher übrigens. In jedem einzelnen. Das ist ziemlich nice. Ne, Rauro hat keine Schuhe an. Also da zumindest, gerade eben nicht. Hast du das nicht erkannt? Oder? Da war er doch barfuß. Deswegen habe ich ja so sehr darauf geachtet. Morphers Freund, weißt du? Link ist ja auch kleiner als die meisten erwachsenen Hylianer im Spiel, außer ganz alte. Das stimmt, ja. Jetzt machst du eine Sub 50. Ja, 7,5 Minuten kann ich, glaube ich, nicht rausholen. Das ist doch eher unwahrscheinlich. Eine Sub 55 wäre aber nice. Das wäre ziemlich nice. Stimmt, Sandalen, das könnte sein. Das könnte sein. Ich darf jetzt mal nicht über Rauros Füße nachdenken, sonst bin ich abgelenkt. Sonst bin ich zu sehr erregt. Er hat erregt gesagt. Der Run wird nochmal 40 mal schlimmer als der vorherige. Ja, das stimmt, ey. Stimmt natürlich. Ja, aber das ist halt immer so. Keine Ahnung, bei Runs. Man redet halt über irgendeinen Quatsch. Über irgendwas Unzusammenhangloses oder so. Ist halt so. Vielleicht verkackt der Run ja auch doch noch. Ich meine, der gerade eben war auch schon safe eigentlich, dass der in die Top 50 kommt und dann noch verschissen. Ich meine, es ist ja hier sogar noch sehr wahrscheinlich, dass ich verkacke. Wenn ich bei der Army sterbe, dann... Ich bin so weit vorne, dann habe ich sogar vielleicht gar nicht verkackt. Aber das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schlecht, bei der Army zu sterben. Ich warte auf das Game, wo Zelda größer ist, Link ist. Oder war es das in Twilight Princess? Könnte sein. In Twilight Princess ist sie ziemlich groß. Könnte sein. Reicht gar nicht. Ah, nein! Ah, das war dumm. Warte mal, brauche ich den Tempo-Boot? Ja, den brauche ich schon eigentlich. Warte. Habe ich da einen Speicherpunkt, bitte? Ja. Shit, das war jetzt ein bisschen unnötig. Ich habe ja hier ein Essen weniger als normalerweise, weil ich versehentlich die Sportlotusse gefressen habe. Okay, das war jetzt ein bisschen dumm. Das heißt, das andere Essen muss ich mir aufheben für den Army-Kampf. Goddammit. Das ist so unnötig. So unnötig einfach 15 Sekunden verloren. Egal.
Okay, 28 reichen. Heute hatte ich extrem viel Glück. Wenn du failst, hätte ich sogar noch mehr Glück. Tja, ich werde aber nicht failen. Habe ich nicht vor. Gut. So, komm, der ist es doch jetzt. Der muss es doch sein. Hab Overwatch gespielt, sollte Pro-Gameplay angucken und kein Loop-Gameplay. Hab deine Ehre genommen. Hi YouTube. Nicht zu früh, Freund. Das habt ihr gerade eben auch schon alle gemacht. Und dann war es noch Fail. Ja, warte mal, fress mal den da. Ja, mach mal. Ich lande immer zwischen, weil man das machen muss, weil da ein unsichtbarer Boden ist, durch den man sonst nicht durchkommt. Man kommt nur so durch, durch den Boden. Der lebt noch. Oh shit. Okay. Aber ich habe mir immerhin das andere Horn holen können. Passt also schon. Fuck. Ne, die Odonite dürften schon reichen, glaube ich, oder? Ich glaube schon. Hallo Ocarinda, hi.
Ich habe Theorie, ja schon, aber ich mach mittlerweile andere Sachen. Deswegen, ich will mir nochmal ein Horn mitnehmen von dem Moblin. Jetzt habe ich alles. Und ich habe auch noch volle Herzen. Da kann mir auch hier nicht so viel passieren. Ist auch ganz gut. Komm schon. Yes! Guten Abend auch, Boxy. Guten Abend. Ich habe so viele Materialien, Alter. Aber der Run ist sehr, sehr gut bisher. Aber das heißt noch nichts. Mega! Oh mein Gott! Ultra! Kombo-Attacke! Mega Ultra-Kombo-Attacke und Boxy ist leicht Challenger geworden. Dankeschön, Boxy. Danke, das freut mich. Vielen Dank. Oh, der ist sehr, sehr gut. Also, der muss jetzt aber in die Top 50 kommen. Der muss es jetzt sein. Komm schon. Sehr gut. Alter, ich bin einfach fast 3 Minuten vorne. Und ich hab noch voll die Timesaves, theoretisch. Also jetzt, der muss es doch jetzt sein. So, aber immer noch voll konzentriert bleiben. Der schwerste Teil vom Run kommt noch. Nicht zu viel wollen, ich weiß, ja, ich weiß. Aber es ist auch wirklich ultra schwierig. Ausgerechnet, jetzt habe ich die Wette verpasst, das tut mir leid. Du hast so viel über Füße geredet, der muss es jetzt sein.
Nee, Zelda wird schon gute Sachen machen. Hoffe ich. Ausgerechnet jetzt 10k gesetzt. Ja, ist ja auch noch nicht sicher. Da kann noch alles passieren. Hättest du dann überhaupt Plus gemacht, VG? Am heutigen Tag oder sogar Minus, wenn du jetzt verlieren würdest, die 10k? Auf 0 raus, okay. Ich bin auf Top 30 Pace sogar. No pressure. Das ist ja erstmal nicht mein Ziel. Wenn ich das noch nebenbei so erreiche, wäre es natürlich krass. Aber erstmal die Top 50 klar machen. Wäre nice. So. Es kann noch alles passieren. Es kann alles noch schief gehen. Oder es kann auch gut laufen. Aber es ist sehr schwierig. Auf geht's. Guter Anfang. So, Zelda ist wieder an der Kackposition, das ist ein bisschen blöd. Nein, nein, Zelda! Der ist so scheiße, dieser Kampf! Vor allem, das ist so dumm. Ich habe die ersten beiden Punkte so gut getroffen und eigentlich hätte Zelda was anderes machen müssen. Das verstehe ich auch nicht ganz. Eigentlich hätte sie ihren Kopf in die andere Richtung quasi drehen müssen. So, das macht nämlich einen großen Unterschied da. Das ist so dumm. Ich hasse das. Wenn ich jetzt wieder verkacke, Alter, dann drehe ich so durch. Ich bin wieder zu langsam. Ey, der ist so... Dieser Kampf, der macht mich so fertig. Ich habe den 3 Stunden lang geübt. Und der ist immer noch so scheiße, dieser Kampf. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Jetzt ist gut. Jetzt habe ich auch leider keine Ahnung, weil das ist jetzt vom RNG her ganz anders, als wie ich es geübt habe. Deswegen habe ich keine Ahnung, ob das jetzt gutes RNG ist oder nicht. Und wo sein Schwachpunkt ist. Ja, doch, ist gut. So halbwegs. Ja, mit Parasegel wäre es wieder einfacher. Das stimmt. Ja, das nervt mich so sehr. Es könnte einfach so viel besser noch sein. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man hier noch rausholen kann.
Aber egal, der ist in den Top 50. Jetzt passiert nichts mehr. Normalerweise. Es könnte so viel besser sein. So, jetzt kommt das hier, oder? Genau, das normale Movement. Okay. Macht nichts. Der ist trotzdem mega gut, der Run. Der ist insane gut. Das ist Sub 55. Das ist Top 30 sogar, oder? Ja, ist Top 30. Der ist mega gut. Und der könnte immer noch so viel besser sein. Aber trotzdem. Nein, Max, das Game stürzt jetzt bitte nicht ab. Bitte nicht. Das ist sogar Sub 54. Spoiler und so, Niki. Ja. Wenn ihr jetzt da seid, Spoiler. Ist gerade das Ende vom Spiel. Der Drache war Zelda. Und der Füße ran. So, der Run endet, wenn ich ihre Hand berühre. Und... Time! Yeah! 53,49! Sehr nice. Sehr, sehr nice. Doch, wirkt doch ein sehr, sehr guter Run. Auf jeden Fall. Weil das Ende ist unfassbar schwierig. Und dass das nicht perfekt klappt, ist in Ordnung. Da ist immer noch so viel Luft nach oben. Aber trotzdem, ultra gut. Mega nice. Wenn euch der Speedrun gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da oder folgt mir auf Twitch, um bei solchen Speedruns oder Challenges live dabei zu sein. Und wusstet ihr, dass ich auch schon Speedruns zu Zelda Breath of the Wild gemacht habe? Das verlinke ich euch mal hier, schaut da gerne mal rein. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.